Ja, nett. Aber schöne Aussicht. Ja, das auf jeden Fall. Zumindest so schön, wie sie in Rust sein kann. So. Ach, der Stefan ist ja da. Der Stefan. Zumindest im In-Game. Das ist ein Fortify. Meint er vielleicht Spotify? So, wir gehen mal wieder raus, ne? Ja, ich mache ihn reich und berühmt. Es schaut einfach keiner zu, außer Rhodey, ne? Soll ich mir vielleicht hier auch noch irgendwo was bauen? Könnte man tun, ne? War erst auf einem normalen, okay. Ach echt? Da liegt es wohl an den Ingame-Einstellungen. Warte. Hier. Einstellung Audio. Sprachlautstärke ist ja immer noch so. Da liegt vielleicht daran. Sprechermodus. Komisch. Woran könnte das liegen? Musiklautstärke, Spiellautstärke, Sprachlautstärke ist ja voll. Komisch. Misch. So, jetzt aber. Das ist echt merkwürdig. Okay. Dann funktioniert halt unsere Sprachausgabe nicht so dolle. Kümmern uns mal um Holz. Wir haben nämlich nicht so viel dabei. Ja, schon. Da hier eines. Ich habe natürlich jetzt mein Zeug wieder nicht dabei. Ist ja typisch. Der Viper scheint auch in der Nähe zu sein. Hört zumindest die Schüsse.
Ein Level Up. Okay. Können wir gleich mal noch skillen. Das klang ziemlich nahe. Das brauche ich und hier das. So. Aber Holz brauchen auf jeden Fall auch noch mehr. Besorgen wir uns. Irgendwie ist gerade ein bisschen tote Hose, ne? Oha, was war das? Aber es ist ja immer eine Zeitfrage mit dem Zocken. Frau und Tochter braucht auch Zeit und bessere. Keller gebaut. Ja, fett. Ach so. Ja, ist kein Problem. Das passiert mir auch ständig mit dem Vertippen. Heute Morgen habe ich ja praktisch in jedem Satz irgendwas vertippt. Schreit, wenn was ist. Als ob er uns hören würde. Ja, die Quests. Ach so, ich dachte schon. Ich hab doch gesagt, die Abgaben gehen trotzdem raus. Habe ich doch gesagt. Na toll, jetzt ist... Ui, ui. Könnte ja hier bauen. Das wäre doch gar nicht mal so übel hier. Hä, warum habe ich jetzt zwei? Die hatte ich ihn doch dabei. Oder habe ich jetzt aus Versehen zwei gemacht? Alter, jetzt ist doch. Oh, 3%. Ja, das ist wirklich üppig. Das ist tatsächlich gütig. So, größer will ich das gar nicht machen erstmal. Dann brauche ich hier den Hammer. Es ist ja der Hammer. In die Luft. Okay, nichts Wichtiges. Boden mache ich mal statt. Ah, sonst kommt er in den Knast. Eieiei, ich weiß gar nicht, wie lange ich noch streamen soll. Ich bin irgendwie... ein bisschen müde. Ich bin müde. Ah, brauchen wir eine Türe? Hier. Wie viel Holz haben wir denn noch? Ja, geht. Komm, wir machen ein Holzhäuschen.
Ist doch auch ganz schick. Leuchtet schon. Da. Was wollen denn die Leute hier? So. Weck den mal wieder ein bisschen, ne? Warum denn das? Oh, dann brauchen wir eine Treppe. Eine Treppe. Die auf die stille Treppe können. Dann guten. Vielleicht kommt dann wieder Viper und sagt, ich hätte überall ein Haus, ne? Wieder Wände. Beziehungsweise ich möchte Fenster. Hier eins. Da eins. Da und hier. Also praktisch gleich wie beim Flughafen. Da. Wir machen das Ganze wieder aus Holz, sofern wir genug Holz haben. Müsste eigentlich noch reichen. Was wir natürlich nicht haben, ist eine Tür. Hab noch eine Nachtschicht vor mir, da mache ich Nacht zum Tag. Ja, das ist, das ist natürlich auch so eine Sache. Arbeitest du denn immer in Schicht? Oder bist du einfach generell immer in der Nacht am Arbeiten? Ich finde, das ist ja was, was, gar nicht so einfach ist, denke ich mir. Weil ja die meisten am Tag arbeiten und dann vielleicht die Kommunikation ein bisschen daran leidet. Obwohl, wenn man dann den Tag durch trotzdem auch irgendwie noch wach ist. Sicher nicht den ganzen Tag, aber in der Schichtarbeit allgemein sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen, wenn es dann immer ändert, ne? Wenn es eine Art Schicht ist, die immer selbst gleich ist, dann ist es ja kein Problem. Aber ich sehe es ja bei meiner Freundin, die hat zwar keine direkte Nachtschicht, die arbeitet zum Beispiel irgendwie von nachmittags um 2 bis abends um 10. Aber wenn man dann plötzlich irgendwie so eingeteilt wird, dass man dann am Morgen die nächste Morgenschicht machen muss, dann ist es schon ziemlich krass. Sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Naja. Ist leider auch ab und zu. Kaum was. Wir können ja wieder unsere Lampe anmachen. Unsere Wunderlampe. So. Sieht man wieder ein bisschen was. Oh. Bin schon wieder ein Level gestiegen. Kiste, die haben wir. Ich denke, hier mache ich jetzt die letzte Etage. Er lohnt sich gar nicht.
Erst recht nicht, weil ich ja eh schon Gebäude habe. Ich könnte es ja vermieten. Miete Haus in der PvE-Zone. Vermiete. Bin irgendwie nicht so ganz dabei heute. Oh, jetzt habe ich so Stein gemacht. Habe ich denn genug Stein? Gleich ist vorbei. Mache ich diese Seite noch. So, und der Rest wieder aus Holz. Scheiße. Ah, ich bin doch ein Dödel. Ich bin doch ein Dödel. Der Server hängt wieder ein bisschen hinterher, ne? So. Dann müsste noch ein Dach hin. Aber das reicht uns jetzt wahrscheinlich wieder nicht mehr. Oder? Wir brauchen Holz. Tüp, 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 tüp. Bro, die schon wieder ein Timeout. Naja, zum Glück kann ich es noch lesen. Es ist ein Schichtsystem, was sich alle 4 Wochen wiederholt. Da weiß ich schon. Okay. Darf ich fragen, was du machst, also was du arbeitest? Aber so geht's natürlich, ne? Wenn man immer genau weiß, was kommt. Aber bei meiner Freundin ist es so, die kriegt irgendwie immer so für 2 bis 3 Wochen kriegt sie die Schichtpläne. Gut, wie gesagt, sie arbeitet dann entweder, ich glaube, irgendwie morgens um 16:30 oder so bis 12, bis 12 bis 2. Oder eben von 2 bis 10 am Abend. Das ist natürlich dann nicht so konkret Nachtschicht in dem Sinne, wie es wahrscheinlich bei dir ist. Aber oh. Dann kriegt sie eben manchmal nur so 2 bis 3 Schichtpläne, also 2 bis 3 Wochen, wo sie schon weiß, okay, so arbeite ich dann. Aber was danach ist, also man kann eigentlich sehr schlecht irgendwas vorausplanen. Das ist das Problem, ne? Auch wenn sie irgendwie mal frei haben will oder irgendeinen Termin oder irgendwas hat und das kurzfristig kriegt, ne, dann ist das immer sehr, sehr mühsam, dass irgendwie der Chef dann sagt, okay. Das ist sowieso ein Chef für sich. Ich, nee. Bin froh, habe ich das nicht. Es kann zwar auch vorkommen, dass wir mal Schicht arbeiten müssen. Dann wird es auch wahrscheinlich ziemlich kurzfristig sein. Aber in der Regel das. Mir wäre es eigentlich auch egal, Schichtarbeit zu arbeiten. Solange ich eben frühzeitig weiß, wie ich arbeite, dann ist mir das egal. Könnte damit leben. Jetzt werde ich hin. Muss ich mir jetzt wieder eine Treppe bauen? Glaube ja. Was ist sie denn? Da. Ah, ich sehe und sagt nichts.